Hallo und willkommen zu einem neuen Neumond-Video. Ich spreche in den nächsten 15 Minuten über den Neumond in den Fischen. Der findet am 13. März 2021 um 11.21 Uhr vormittags auf 23 Grad und 4 Minuten in den Fischen statt. Das heißt, bei einem Neumond haben wir ja quasi dieses Phänomen, dass Sonne und Mond genau in Konjunktion, also ganz nah beieinander, im selben Tierkreiszeichen stehen. Das heißt, die Energie verschmilzt und verstärkt sich. Und bei diesem Neumond in den Fischen haben wir auch noch, dass eben Sonne und Mond, also so unsere Emotionen, der Mond, unser Unterbewusstsein und die Sonne, unser Bewusstsein, unsere Vitalität, auch in Konjunktion, also auch nah zusammen mit Neptun und mit Venus stehen. Das heißt, wir haben hier wirklich eine ganz intensive, verträumte Fischeenergie. Neptun ist auch noch der Herrscherplanet der Fische. Das heißt, wir werden diesen Fische-Vibe wirklich ganz intensiv spüren. Was das genau bedeutet, das erfährst du jetzt im kommenden Video. Und genau, wenn dich interessiert, tiefer in Astrologie einzutauchen und dich hier meine Darstellung von Astrologie, gebe ja Evolutionary Astrology weiter, was ich ja auch gerade noch studiere. Wenn dich das anspricht, dann freue ich mich total, wenn du zu einer 1:1 Astrology Session zu mir kommst, wenn du mehr wissen willst, wie deine persönliche Energie, wie dein persönliches Geburtshoroskop eben dir auch als Mappe und als Spiegel für deinen Seelenweg dienen kann. Bei Evolutionary Astrology tauchen wir sehr tief, schauen uns wirklich an, was deine Seele hier in diesem Leben lernen will. Und wenn du über einen längeren Zeitraum, nämlich über 6 Monate, den Kosmos als Seelenentwicklungsprogramm entdecken willst und wirklich im Einklang mit deiner Energie und mit kosmischen Energien lernen und wachsen willst und viele neue Facetten in dir selbst entdecken und erwecken willst, dann komm in die Magical Mind Group. Das ist eine Mastermind Group auf Basis von Astrologie und wir starten am 20. März. Noch sind Plätze frei, also melde dich sehr gerne an. Alle Infos findest du in meinem Linktree. So, und jetzt steigen wir direkt in das Neumond-Video ein. Also, wie ich gesagt habe, sind Sonne und Mond in einer New Phase zu Neptun und Venus bewegt sich auf Sonne und Mond zu. Das heißt, sie ist balsamisch zu Sonne und Mond. Sie wird am 26.03. eine Konjunktion mit der Sonne im Widder bilden und dadurch einen neuen Zyklus beginnen. Aber jetzt ist sie eben in dieser balsamischen Phase, wo es eben sehr um die Verbindung von irdischer Liebe und bedingungsloser, grenzenloser Liebe geht. Warum sage ich das? Die irdische Liebe, dafür steht Venus. Venus steht wirklich für die Selbstliebe und die Liebe zu einem Gegenüber. Neptun und die Fische-Energie. Und wie gesagt, Neptun, der in Konjunktion mit Sonne und Mond steht und alle stehen quasi in Neptuns Zeichen, den Fischen, steht für diese grenzenlose, bedingungslose Liebe mit großem L geschrieben, mit Großbuchstaben. Eben diese Verbindung zum All, Grenzenlosigkeit, Öffnung, Weite, Durchlässigkeit, Träume. Ihr müsst euch vorstellen, eben Fische sind das letzte Tierkreiszeichen, das 12. Tierkreiszeichen und Neptun befindet sich sehr weit draußen. Also er ist kurz vor Pluto, also er ist einer der weitesten, entferntesten Planeten. Und diese Realitätsferne haben wir hier auch, ja, also wirklich diese Öffnung gegenüber Realitäten, die eben nicht die Realität sind. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass ihr euch zu diesem Neumond Zeit nehmt, um nach innen zu tauchen. Denn ihr könnt eure Intuition, welche eben eine Verbindung zu dieser großen Liebe, zu dieser großen Wahrheit, zu dieser allumfassenden, grenzenlosen Liebe einer höheren Wahrheit bildet, diese Intuition könnt ihr nur hören, wenn ihr euch Ruhe und Rückzug gebt. Das heißt, plant euch am 13. auf jeden Fall ein, genug Zeit, um zu meditieren, zu journalen. Ich würde jetzt sagen, schwimmen gehen, aber das ist im Moment ein bisschen schwierig möglich. Badewanne, Ocean Sounds anmachen. Spüren, wonach sehnt sich meine Seele, ja? Was sagt meine Intuition? Wer will ich sein und wie will ich leben, wenn es keine Limitierungen gäbe, ja?
Also wirklich, nehmt euch diese Zeit zum Träumen. Und es ist eben so, dass die Fische sind eben das 12. Tierkreiszeichen. Das heißt, hier kulminieren alle Energien. Und es ist auch der Abschluss eines Zyklus. Denn am 20. März werden wir zum astrologischen Neujahr und zum Frühlingsbeginn als Auftakt der Widder-Saison in einen ganz neuen Zyklus starten. Der Widder ist das erste Tierkreiszeichen, der in die Welt kommt. Und die Fische sind eben quasi der kosmische Mutterleib, das All, in dem wir eben schweben. Und es kann eben sein, dass ihr euch eben auch sehr, weil wir eben jetzt auch gerade am Abschluss eines 12-monatigen Zyklus sind, dass ihr euch teilweise auch etwas überschwemmt fühlt, dass sehr viel da ist, einfach sehr viel Emotion. Fische sind Yin und Wasser, also Emotion, ja, emotionale Energie, nach innen gerichtete Energie. Es kann eben sein, dass sehr viele Gefühle hochkommen. Deswegen ist es eben auch, kann es eben auch sein, dass ihr euch eventuell auch müde fühlt. Deswegen rasten, regenerieren, reflektieren, das sind alles Sachen, die ihr zu diesem Fische-Neumond wundervoll tun könnt. Euch bereit machen für einen neuen Zyklus, ja? Ich wirklich diese Zeit für euch da auch nehmen, nach innen zu tauchen, Neptun, Ozean. Denn ich glaube, dass wirklich dieser Neumond auch wirklich nochmal so ein Zeichen dafür ist, dass wir nach diesem Zyklus ein ganz neues Level an Bewusstsein erlangt haben. Ja? Du kannst dich wirklich fragen, was habe ich bisher gelernt? Welche neue Version meiner selbst bin ich aufgrund dieser Erfahrungen, die ich gemacht habe? Was ist mein höchstes Potenzial? Was ist die liebevollste Version, die wahrhaftigste Version meiner selbst? Und hier auch dieses Spiel Wach versus Traum, Relativität von Realität, ja. Also du kannst, deine Realität ist relativ. Du kannst deine Realität durch deine Träume und deine Gedanken auch erschaffen. Ja, eben Neptun, abseits der Realität, ganz weit draußen, aber trotzdem da. Er ist da, er ist in dir, er ist überall, ja. Hier muss ich auch eine Warnung aussprechen, denn die Fische-Energie hat eben dieses Potenzial und wir alle tragen Fische-Energie in uns. Jeder trägt Fische-Energie in uns. Dieser Archetyp ist allgegenwärtig, in jedem Mensch, in der Welt, überall. Und hier ist eben dieses Potenzial, dass wir, oder die Fähigkeit, dass wir das höchste Potenzial in unserem Gegenüber und das Schöne und Gute in der Welt erkennen. Und hier ist eben aber auch ein Problem, denn ja, Realität ist relativ, aber es kann eben auch sein, dass du das höchste Potenzial in deinem Gegenüber erkennst, aber dein Gegenüber dieses höchste Potenzial nicht lebt. Clash. Das heißt, hier kann es zu einer Enttäuschung und zu einer Desillusionierung kommen. Ja, und gerade weil der kommende Vollmond ein Waage-Vollmond ist, wo es sehr stark um Beziehungen geht, um Ich versus Wir, lohnt es sich, da in deinen Beziehungen achtsam zu sein und eben dich zu fragen, auch entspricht mein Idealbild der Realität oder lasse ich mich eventuell durch meine eigenen Vorstellungen blenden? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, bei diesem sehr grenzenlosen Vibe ganz bewusst in diesen State of Consciousness zu gehen, in diese Auflösung, in dieses Einssein, diese starke Feinfühligkeit, die wir auch, diese Emotionalität, die wir da auch verspüren könnten. Und da den Genuss entdecken, also den Genuss in diesem Gefühl der Auflösung, der Verschwimmung zu entdecken. Und da kann es eben ganz wichtig sein, dass wir also auch Gefühle kreativ fließen zu lassen. Ja, malen, schreiben, tanzen, singen, das sind alles sehr Fische, Energien, die Emotionen fließen lassen, in diesen Flow auch sich ganz bewusst reinbegeben. Und warum sage ich das so mit diesem bewusst reinbegeben? Denn hier entsteht auch das Potenzial, dass wir eben untergehen, dass wir uns so überschwemmt von Gefühlen fühlen, fast berauscht, dass wir uns das Gefühl haben, uns selbst aufzulösen. Und das kann Angst machen, ja? Das kann ganz starke Angst machen, diese Selbstauflösung. Und deswegen, je nachdem, wie ihr auch persönlich veranlagt seid, ist es, glaube ich, sehr hilfreich, dass man sich den richtigen Rahmen setzt und sich selbst den Boden gibt. Und hier haben wir eben ein Semisextil zu Saturn im Wassermann. Und bei Saturn geht es eben sehr um Rahmensetzung, um Strukturen. Und deswegen, glaube ich, wäre es zum Beispiel total schön, dass ihr wirklich diesen Rahmen eines Neumondrituals auch wirklich nehmt. Also euch selber durch Zeit und Raum und Begebenheit ein Ritual setzt, in dem ihr
die Öffnung und Weite zulasst und auch so etwas wie eben die achtsame Intention, in diese Gefühle reinzugehen, aber trotzdem nicht den Grund zu verlieren, ist ganz wichtig in dieser Fische-Energie. Also sich bewusst sein, dass man sich in diesem Zustand der Auflösung begibt oder in dieser Feinfühligkeit ist und deswegen quasi nicht untergeht. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also Rituale als fester Rahmen. Auch jetzt über den Neumond hinaus, dass ihr sowas wie Meditationsrituale, Journaling-Rituale und sowas etabliert, euch so feste Rahmen und Strukturen gebt, wo ihr eben in dieses Träumen reingeht. Genau, weil man kann sich im All eben auch sehr einsam fühlen und auch gerade innerhalb unserer Beziehungen ist es ganz wichtig, dass wir uns eben auch erlauben, Grenzen zu setzen und dass wir eben auch spüren, ah, ich bin jetzt hier gerade voll in der Auflösung, wo bin ich denn? Verliere ich mich gerade? Halt, muss ich mich abgrenzen? Muss ich eine Grenze setzen? Ganz wichtig bei der Fische-Energie. Ich glaube auch, dass der Neumond das Potenzial hat, alte Konditionierungen und alte karmische Sicherheitsmuster, Angstmuster zu heilen, heilen unter Anführungszeichen, die vielleicht ja sanft umspült durch ozeanische Wellen zu fühlen, denn Pluto im Steinbock bildet ein Sextil zu Sonne und Mond und es gibt außerdem eine Konjunktion, und zwar aufs Grad genau, von Ceres und Chiron im Widder. Und Ceres ist eine sehr mütterliche, sehr fürsorgliche, das ist eigentlich the Grandmother, ja, also die Erdenmutter Ceres. Und Chiron ist unser verletztes inneres Kind und die treffen im Widder zusammen. Das heißt, ich finde es ein wahnsinnig schönes Bild, diese Mutter, die wirklich die Mutter in uns, die unser inneres Kind hält, ja, diese Ceres, die eben uns nährt, uns nourisht, uns die Angst nimmt. Und ich glaube, dass eben diese eventuell alte Ängste vor Ablehnung, das ist diese Widder-Energie, und eben diese karmischen Sicherheitsmuster aufkommen könnten. Aber ich glaube, dass wir eben dieses Potenzial bei diesem Neumond haben zu fühlen, und hier sage ich bewusst zu fühlen, dass wir jetzt weiter sind. Dass wir diesen Zyklus durchlaufen sind. Dass wir jetzt weiter sind. Dass wir diese Muster nicht mehr brauchen, sondern dass wir uns selbst voller Liebe annehmen können. Mit unseren Wunden und mit unseren Ängsten, aber Vertrauen in unseren eigenen Weg und auch in unseren Heilungsweg finden. Auch Vertrauen darin finden, dass diese Ängste und diese Wunden auch uns dazu dienen können, eben weiterzugehen, neue Versionen unserer selbst zu erreichen. Ich glaube, das ist wirklich das Potenzial, da zu erkennen, ja, ich bin weiter, ich brauche das nicht mehr, ich kann es loslassen. Es darf da sein, es ist okay, es ist Teil von mir, aber ich brauche es nicht mehr. Ich muss dem nicht mehr folgen. Ich bin jetzt stark genug. Ich kann auch ohne Schwimmflügel schwimmen. Zudem haben wir ein sehr, sehr vorteilhaftes Trigon, ein Trine zwischen Mars in den Zwillingen und Saturn im Wassermann. Die haben sich ja das gesamte letzte Jahr immer quadriert. Aber jetzt haben wir eben ein Trine im First Quarter Square Bereich, also 120 Grad. Und da geht es wirklich darum, dass wir ins Tun kommen, um unsere Träume umzusetzen und eben unsere Potenziale zu aktivieren. Das heißt, hier bei der Zwillingsenergie und der Wassermann-Energie ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir davon loslassen, wie unsere, von unseren fixen und rigiden Plänen loslassen, wie unsere Träume sich umsetzen lassen. Sondern hier geht es wirklich darum, sich zu öffnen, neugierig sein, neuen Möglichkeiten und eben dem Divine Timing auch zu vertrauen. Also manches braucht auch eine gewisse Zeit. Ideen brauchen manchmal Zeit, um zu reifen. Und dem dürfen wir auch vertrauen, wenn sich manches nicht so schnell umsetzen lässt, wie wir das vielleicht uns erträumen. Außerdem ist es eben, glaube ich, hier auch ganz wichtig, davon abzulassen, dass es diesen linearen Weg gibt. Ja, dieser lineare Weg, der funktioniert nicht mehr. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, mit Mars im Zwilling sich neue Möglichkeiten zu öffnen. Was kann ich lernen? Was gibt es für neue Möglichkeiten, die ich mir vielleicht gar nicht erdacht, erträumt habe? Was kann ich Neues lernen über mich, über die Welt, um meine Träume, um meine Ideen umzusetzen? Genau, neugierig sein, einfach diese Botschaft auch ans Universum senden, dass ich bin offen für neue Wege und für neue Möglichkeiten, meine Träume umzusetzen. Genau, um dann in Aligned Action zu treten, um wirklich meine Träume zu realisieren.
ja, welche Informationen brauche ich, um meine Vorhaben umzusetzen? Ansonsten gibt es natürlich noch immer das schwelende Quadrat zwischen Uranus und Saturn, was eben auch nochmal in dieses Thema reinspielt. Eventuell braucht die Umsetzung meiner Ideen Zeit, eventuell manifestiert sich nicht alles so schnell, wie ich es mir erträumt habe, aber da eben auch ins Vertrauen zu gehen, ins Vertrauen in den eigenen Weg und ins Vertrauen, Fische-Energie, das, also da auch wirklich in dieses Surrendern, das Zulassen. Und ja, die 15 Minuten sind gleich um. Ich wünsche dir einen wunderschönen Neumond.